Hallo ihr Lieben, in unserem letzten Video habe ich euch erzählt, wie sich Martin Luther gegen den Ablasshandel gewehrt hat. Am 31. Oktober 1517 hat er seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an der Schlosskirche in Wittenberg veröffentlicht. Und ich habe euch auch erzählt, wie das mit dem Ablasshandel funktioniert. Was habt ihr euch überlegt? Wie finden reiche Leute den Ablasshandel? Und was sagen arme Leute dazu? Ich glaube, für manche reichen Leute, so wie für Andreas Fugger, war das eine super Sache. Man musste sein Leben nicht ändern und man konnte sich einfach von seinen Sünden freikaufen. Es gab zur Zeit Martin Luthers aber auch sehr arme Leute und die haben ihr letztes Geld hergegeben, um diese Ablassbriefe zu kaufen. Die hätten lieber gehungert, als sich keinen Brief zu kaufen. Und deshalb wehrt sich Martin Luther auch gegen diesen Ablasshandel. Martin Luther hatte gehofft, dass er eine Diskussion unter Fachleuten anfangen kann. Und er hat, glaube ich, auch gar nicht gewusst, ob der Papst wirklich dahinter steht, hinter diesem Ablasshandel. Vielleicht war das alles ja nur ein großer Betrug von Johannes Tetzel. Aber, ich habe es letztes Mal schon angedeutet, Martin Luther bekommt Ärger. Denn er wird nun in Rom wegen seinen 95 Thesen beim Papst angeklagt. Und der Papst reagiert sofort. Er sagt, natürlich soll der Ablasshandel weitergehen. Natürlich sollen Ablassbriefe verkauft werden. Martin Luther wusste nicht, dass der Papst in Rom von diesem Geld sich große Kirchen baut, dass er viele Beamte hat, sogar ein Heer mit Soldaten. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Und er hat rauschende Feste gefeiert. Das passt so gar nicht zu einem Papst. Aber nun soll Martin Luther seine Thesen öffentlich widerrufen. Das heißt, er soll sich hinstellen und schriftlich verkünden, meine 95 Thesen waren falsch, ich habe mich geirrt, tut mir leid, ich nehme diese Thesen zurück. Martin Luther muss sich also vor einem Gesandten des Papstes verantworten und alle erwarten, dass er seine Thesen zurücknimmt. Aber das macht Martin Luther nicht. Er sagt, ich stehe zu meiner Meinung. In der Bibel steht nichts von Ablasshandel. Deswegen, meine 95 Thesen sind richtig und ich werde sie nicht zurücknehmen. Als das der Papst hört, ist er richtig sauer. Und nun droht er damit, Martin Luther aus der Kirche rauszuwerfen. Wenn jemand aus der Kirche rausgeworfen wird, dann hat das damals zur Zeit von Martin Luther bedeutet, derjenige, der dann stirbt, kann auf gar keinen Fall in den Himmel kommen. Das haben die Leute damals geglaubt. Heute glauben wir das so nicht mehr. Martin Luther bekommt jetzt also ein Schreiben vom Papst persönlich aus Rom, in dem steht, er hat 60 Tage Zeit. Bis dann muss er seine Thesen widerrufen, sonst wird er aus der Kirche offiziell ausgeschlossen. Und dieses Schreiben nennt man eine Bannandrohungsbulle, ein langes Wort. Da wird der Bann angedroht, der Rauswurf aus der Kirche. Und wir schauen jetzt mal, was Martin Luther macht, als er diesen Brief, diese Bannandrohungsbulle des Papstes erhält. Als der Bote des Papstes die Bannandrohungsbulle an Martin Luther überreicht, ist er sich eigentlich sicher, dass Martin Luther jetzt Angst bekommt und seine Thesen zurücknimmt. Auch der Papst hat keinen Zweifel daran, dass Martin Luther jetzt seine Thesen widerrufen wird. Aber Martin Luther handelt ganz anders, als alle gedacht haben. Er ruft die Menschen auf dem Marktplatz zusammen und zündet dort ein Feuer an. Auf dem Marktplatz sagt Martin Luther, der Papst hat einfach nicht recht, meine Thesen stimmen. Ich werde sie nicht zurücknehmen, ganz egal, womit der Papst mir droht. Ich habe vor dem Papst keine Angst. Und während er das sagte, warf er die Bannandrohungsbulle des Papstes ins Feuer. Martin Luther hat jetzt also richtig viel Ärger bekommen mit dem Papst. Er ist aus der Kirche ausgeschlossen. Er ist aus dem Kloster entlassen worden. Er darf da zwar noch wohnen, aber er gehört nicht mehr zu den Mönchen dazu. Eigentlich könnte man sagen, das ist schon Ärger genug. Aber Martin Luther bekommt noch mehr Ärger, denn
Denn jetzt schaltet sich in diesen ganzen Streit noch jemand ein. Und zwar der Kaiser. Kaiser Karl V. Der hat mitbekommen, dass es Ärger gibt. Und das kann er gar nicht brauchen. Er möchte in seinem Land Ruhe haben. Und deshalb mischt er sich jetzt in den Streit ein. Das ist Kaiser Karl V. Wie gesagt, er hat mitbekommen, welchen Ärger Martin Luther mit dem Papst hat. Und er möchte unbedingt Frieden in seinem Land haben. Deswegen mischt er sich jetzt in den Streit ein. Wir werden gleich sehen, wie Kaiser Karl V. Einen sogenannten Reichstag abhält. Ein Reichstag ist eine Versammlung der wichtigsten Vertreter des Landes. Bischöfe sind dort dabei, Fürsten und Kurfürsten. Und einer der wichtigen Kurfürsten ist Friedrich der Weise. Er heißt Friedrich der Weise, weil er sehr schlau ist. Und er ist Landesherr in dem Gebiet, in dem Martin Luther lebt. Deshalb ist er auch für Martin Luther zuständig und er fühlt sich für ihn verantwortlich. Denn Kurfürst Friedrich der Weise findet, dass Martin Luther mit seinen Thesen vollkommen recht hat. Deswegen versucht er auch, Martin Luther zu helfen, wo er nur kann. Kaiser Karl V. hat nun in die Stadt Worms zu einem Reichstag eingeladen. Dort versammeln sich nun die Fürsten, Kurfürsten, die wichtigen Vertreter des Landes. Und dorthin wird nun auch Martin Luther eingeladen. Kaiser Karl V. hat Martin Luther auf den Reichstag bestellt, weil er gesagt hat, wir müssen die Sache klären. Es kann nicht sein, dass es Streit in meinem Land gibt. Martin Luther macht sich auf die Reise nach Worms, obwohl er weiß, dass das für ihn sehr gefährlich werden kann. Viele Leute bestärken ihn und sagen, verliere nicht den Mut und lass dich nicht einschüchtern von den Mächtigen in Worms, auch vom Kaiser nicht. Aber andere sagen, Martin Luther, du gehst einen schweren und gefährlichen Weg. Und damit hatten sie recht, denn wenn der Kaiser Martin Luther verurteilen würde, dann könnte das seinen Tod bedeuten. Nun wird Martin Luther in den großen Beratungssaal gerufen und der Kaiser steht direkt vor ihm. Der Kaiser fordert ihn auf, widerrufe deine Schriften und gestehe ein, dass du dich geirrt hast. Dann kannst du freikommen. Martin Luther überlegt und bittet um einen Tag Bedenkzeit. Am nächsten Morgen tritt er wieder vor den Kaiser. Überlegt euch mal, was würdet ihr jetzt antworten, wenn ihr Martin Luther wärt? Martin Luther hat einen Tag überlegt. Jetzt steht er vor dem Kaiser und sagt, nur wenn ihr mir aus der Bibel nachweisen könnt, dass ich mich getäuscht habe, dann werde ich meine Thesen widerrufen. Ansonsten bleibe ich bei meiner Meinung. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Trotz aller Gefahr bleibt also Martin Luther bei seiner Überzeugung. Und damit hat er sozusagen sein eigenes Urteil gesprochen. Der Kaiser ist wütend und verhängt die Reichsacht über ihn. Martin Luther, sagte er, du bist verurteilt und damit vogelfrei. Und das bedeutet, niemand darf Martin Luther jetzt helfen. Wer ihn irgendwo sieht, hat die Pflicht, ihn tot oder lebendig dem Kaiser auszuliefern. Und jeder hat die Erlaubnis des Kaisers, Martin Luther zu töten. Und vor allem, jeder, der versucht, Martin Luther zu helfen, wird selbst unter die Reichsacht gestellt. Kurfürst Friedrich der Weise, von dem ich euch vorher erzählt habe, der ist schon lange auf Martin Luther aufmerksam geworden. Und ihm gefällt das, was Martin Luther schreibt und predigt. Und er hat schon die ganze Zeit überlegt, was er für Martin Luther tun könnte. Aber jetzt, nachdem die Reichsacht über ihn verhängt worden ist, hat Friedrich der Weise eigentlich keine Chance mehr, Martin Luther irgendwie zu helfen. Deswegen überlegt er immer wieder, was kann ich tun? Wie kann ich Martin Luther noch retten? Nur eines hat Kaiser Karl V. Martin Luther versprochen.
Martin Luther darf aus Worms abreisen, ohne gleich gefangen oder getötet zu werden. Aber wenn er in Wittenberg ankommt, ab dann gilt die Reichsacht, die der Kaiser über ihn verhängt hat. Und so macht sich Martin Luther auf den Heimweg. Er steigt in eine Kutsche und fährt Richtung Wittenberg. Aber dort kommt er nie an. Unterwegs ist er plötzlich verschwunden. Martin Luther ist jetzt also wie vom Erdboden verschluckt. Keiner weiß, was mit ihm passiert ist. Und die Leute fragen sich, wurde er vielleicht von Straßenräubern überfallen? Die Straßen damals waren gefährlich. Oder ist er entführt worden? Oder hat ihn vielleicht sogar jemand umgebracht? Jetzt, wo Martin Luther vogelfrei ist, hätte das gut passieren können. Wo Martin Luther ist, was mit ihm passiert ist, keiner weiß es. Und was mit ihm passiert ist, das werde ich euch auch erst nächste Woche verraten. Bis dahin gebe ich euch aber noch eine kleine Aufgabe mit auf den Weg. Überlegt euch mal, wie hättet ihr euch denn auf dem Reichstag in Worms entschieden, wenn ihr Martin Luther wärt? Hättet ihr zu euren Thesen gestanden? Oder hättet ihr Angst bekommen und lieber alles zurückgenommen, wenn ihr schon vor dem Kaiser erscheinen müsst? Und wie könnte man Martin Luther in dieser Situation beschreiben? Mit welchen Adjektiven, mit welchen Wie-Worten? Vielleicht fallen euch 5 Stück ein, das wäre super. Wir sehen uns nächste Woche wieder und dann erzähle ich euch, wie es mit Martin Luther weiterging. Tschüss!